Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute einen zweiten Teil von meinem kleinen EP-Trick-Video machen. Das erste ist ja schon ziemlich eingeschlagen. Ich glaube, wir hatten innerhalb von einem Tag 10.000 Views. Hatte ich noch nie bis jetzt. Danke dafür. Und ich habe was richtig Nices weitergehend rausgefunden. Ihr werdet es nicht glauben, es ist so viel besser als beim ersten Video. Es ist viel besser. Mich freut es gerade richtig. Für die Leute, die das erste nicht gesehen haben, schaut euch das gerne an. Ich werde kurz erläutern, dass ihr auf dem Stand seid. Also, ich habe beim ersten Video rausgefunden, dass man die Treasures in Warlords of Draenor weitermachen kann. Die sind nicht mehr ab 101 gecapped. Du kannst sie weitermachen, also sprich auf 110 mitleveln. Und du kannst sie sogar noch weitermachen auf 120. Es ist auch nicht gecapped. Ich habe auf dem Beta-Server getestet. Selbiges gilt auch für die Kisten in MOP, wo man teilweise 60 bis 100.000 Erfahrung für eine fucking Kiste kriegt. Das geht auch mit einem Char auf dem Beta-Server, der 110 aufwärts ist. Also das funktioniert. Du kannst damit extrem schnell hochleveln. So, jetzt wollte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar zwei Sachen. Diesmal nicht wegschalten. Im anderen Video hatte ich das ja danach dran gehängt. Und zwar bin ich jetzt einmal in Leech unterwegs. Diesmal auf dem Live-Server. Wir werden uns jetzt was angucken. Und zwar gibt es auch kleine Kisten auf dem Live-Server. Nochmal. Und mache eine Kiste auf hier in Leech. Und ihr seht, ich kriege keine EP. Nada, niente, nichts. So, jetzt bin ich hier auf dem Beta-Server. Ihr seht, ich bin wieder hier mit 110er-Char. Der ist aber auf dem Beta-Server. Ihr seht, er hat hier auch schon EP gekriegt. Und jetzt werden wir diese Kiste mal aufmachen. Zu weit entfernt. Und da kriegt er seine EP. Ja, der Char ist, glaube ich, nicht mehr erholt hier. Deswegen kriegt er ein bisschen weniger. Also wenn man noch erholt wäre und dann dementsprechend nochmal ein bisschen Account-Gear an hätte, was ich nicht anhabe, wird man noch einen Ticken mehr kriegen. Ist jetzt aber nicht relevant. Hier in Legion gibt es einige Kisten. Warte, ich gehe mal nochmal zurück auf den Live-Server. Und zwar, wenn wir hier reingucken, habe ich mir das Addon draufgeladen mit hier Handy-Notes, beziehungsweise dann die Legion-Treasures. Und ihr seht, da ist alles voll. Also alleine damit könnte man schon gut hochbasteln, ja. Das ist aber jetzt nicht der coole Teil. Ja, das war der Teil, der nett ist. Die könnt ihr auch noch mitnehmen. Und ich denke mal, die habt ihr sicher nicht abgeholt. Ich habe die mit dem Main nicht alle geholt, weil die Käse sind. Die haben nichts gebracht. Bisschen Artefakt-Power, egal. So, und jetzt kommen wir aber zum coolen Teil, oder? Was denkt ihr, wie viele Kisten das sind? Das sind doch bestimmt hier 200 Kisten, oder? Wenn in allen Gebieten, wenn das reicht. Also das sind verdammt viele. Gut, egal. Das war der uncoole Teil, ja? Jetzt kommen wir zum cooleren Teil. So, hier sind wir auf meinem Char, der 106 ist, wieder Live-Server, zweiter Account. Und dort hatten wir das letzte Mal hier diese Dinge aufgemacht, haben ja auch mit dem anderen Char geguckt, dass wir die EP gekriegt haben, ja. Das konntest du aber halt einmal diese Sachen abgrasen, eineinhalb Level, sage ich etwa, wenn man nicht erholt ist. Irgendwas so um den Dreh rum, ja? Jetzt habe ich mir aber was rausgesucht, und zwar, seht ihr, wir sind ja hier in dem Lager und da gibt es ja nicht nur diese Teile, die du einmal aufmachen kannst, sondern es gibt auch noch die anderen Kisten und zwar diese hier. Und jetzt machen wir mal so eine Kiste auf. Ach du Dreckiger, muss er mich genau da angreifen. Warte, dann machen wir die da hinten auf. Ist egal, da ist nicht direkt ein Mob dran. So, ich mach die Kiste auf und ihr seht, ich krieg fast 40.000 EP. Das ist eine Kiste, die spawnt nach. Also die ist nicht einmal da, sondern die spawnt nach und die kannst du öfter aufmachen. Hier haben wir die zweite Kiste, zack, nochmal 40.000 EP. Ich weiß zufällig, ja, hier ist auch nochmal eine Kiste aufmachen, zack, wieder die EP, ne. Jetzt bin ich gar nicht mehr erholt, weil jetzt habe ich in der Zeit, das sind schon über 100.000 EP, die ich jetzt in 20 Sekunden gemacht habe, ne. Hier sind bestimmt noch, hier war doch bestimmt noch eine Kiste irgendwo. Ach, schau, da unten ist noch eine Kiste. Zack, machen wir die nächste Kiste auf. So geht das gut, wenn ihr nicht erholt seid, kriegt ihr noch 20.000. Aber ihr seht, wie das hier abgeht, ja. Und das sind die Kisten, die nachspawnen. Die kommen immer wieder, ja. Ich glaube, die haben irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten Respawn-Timer. Die sind aber an vielen verschiedenen Spots. Und diese nachweislich gehen die auch auf Stufe 110 plus. Ihr könnt mit der Scheiße hier auf 110, auf 120 euren Char basteln, Stand jetzt, ja, also Stand, was haben wir heute, 26.7. Vielleicht patchen sie das noch, ich weiß es nicht, ne, aber auf dem Beta-Server, ich hab's getestet, konntest du den Shit auch aufmachen und du kriegst die EP. So, jetzt kleine Dings, was kann man hier machen? Man kann nämlich ein paar Runden fliegen. Ich kann euch das mal kurz einmal zeigen. Und zwar habe ich die verschiedenen Kisten rausgesucht. Ich dachte, ich fliege euch einmal einen Guide, quasi einmal die Runden und zeige euch die ganzen Spots. Das ist nicht umsetzbar. Ja? Es gibt nämlich hier vier verschiedene Kisten, die immer wieder spawnen.
die Spots, verschiedene Spots haben. Und zwar seht ihr hier, das sind im einen Lager, wo wir gerade waren, die Spots. Hier im zweiten Lager. Es sind natürlich nicht alle da, es sind immer zwei, drei oder vier. Oder ich hatte jetzt eben gerade vier Kisten hier ab. In dem Lager sind welche, hier sind welche, hier sind sie. Es sind alleine, weil sie nicht 100 Spots. Dann, das ist die zweite Art an Kisten. Hier oben komplett, hier oben, hier oben. Dann haben wir hier nochmal eine Art von Kisten. Hier, hier und hier noch welche. Und das sind die letzten. Ich werde euch die Sachen einmal in die Infobox reinposten. So, was kann ich euch raten? Also, ihr fangt hier oben an, fliegt hier rüber, dann über das Lager, hier runter, nehmt die hier mit, fliegt hier rüber, nehmt das Zeugel mit, hier rum und dann hier rein. Also, ihr seht, wenn wir hier durchswitchen, da sind in den ganzen Gebieten die Dinger. Also, die paar hier hinten kann man machen, ja, lohnt sich aber nicht. Also wenn ihr das macht, denke ich mal, spawnen die easy wieder nach und ihr habt ja gesehen, wie viel EP ihr kriegt, ne? Wenn ihr natürlich diese Bonus-Dinger hier noch nicht habt, einmal, die könnt ihr natürlich auch aufsammeln, in anderen Gebieten waren ja auch nochmal welche, aber das Zeug, was ich euch gerade gezeigt habe, sind Kisten, die könnt ihr so oft aufmachen, wie ihr wollt. Das sind auch die, wo man, als der Tannendschungel aktuell war, quasi seinen Shit gefarmt hat, seine Apex-Splitter, sein Gear, Ordensressourcen und so ein Scheiß war da drin. Und da könnt ihr wirklich mit hochziehen, ja? Und das geht, so wie ich es gesagt habe, stand jetzt bis auf 110 und zwar richtig schnell. Denke ich mal, wenn ihr da ein paar Runden fliegt, habt ihr euren Char oben. Jo, das war's von dem Video. Wie gesagt, schaut ins erste rein, da zeige ich nochmal ein bisschen ausführlicher die ganze Geschichte mit dem Beta-Char. Das habe ich jetzt hier nicht mehr reingepackt, weil wie gesagt, hatte ich ja schon ein Video für gebastelt. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt mir vielleicht auch gerne, wenn ihr das getestet habt, wenn ihr jetzt halt noch einen Char von 100 auf 110 darüber zockt, wie lange ihr gebraucht habt, was ihr an Erfahrungen gemacht habt. Ich muss sagen, man wird ein bisschen brauchen, bis man vielleicht weiß, wo jeder Spot ist, ne? Aber das kommt mit der Zeit, denke ich mal, wenn man ein paar Runden geflogen hat, dann weiß man so ein bisschen die Spots. Es gibt hier in der Höhle übrigens auch ziemlich viele. Früher hat man da geserverhoppt, das geht leider nicht mehr. Nicht, weil das Serverhop nicht mehr gehen würde, sondern weil dementsprechend das X-Stream-System sich geändert hat und man jetzt immer einen Aktiven in der Zone haben muss, der eine Gruppe aufmacht. Glaube ich, hatte ich schon mal ausführlicher erklärt. Von dem her, ja, wird man nicht drum herum kommen, es abzufliegen. Aber es sind genug Kisten da. Also ihr habt gesehen, ich glaube, wenn wir alle verschiedenen zusammensehen, dann sind es wahrscheinlich 300 Kisten in dem Gebiet, ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.